Name ist Susanna Skiba. Ich bin Künstlerin, lebe in Berlin. Also ich arbeite sehr gerne sehr materialhaft. Das Öl oder die Ölfarbe ist für mich wirklich sehr wesentlich, weil es ist eine Farbe, die riecht, die lässt sich ziehen, die trocknet nicht so schnell. Also die hat ein eigenes Leben. Gefällt mir gut und ich arbeite auch so, dass auch die Krusten der Ölfarbe tatsächlich dann auch mit in die Arbeit integriert werden. Was ich in der letzten Zeit gemacht habe, ist, dass ich Zeichnung auf Malerei gesetzt habe. Das heißt, nach der Malerei kommt dann die Zeichnung drauf. Dann auch umgekehrt. Das heißt, auf die Zeichnung kommt die Malerei. Zu meinen Arbeiten muss man wissen, dass ich, bevor ich Kunst studiert habe, habe ich eine Ausbildung zur Kartografin gemacht. Die Welt von oben begreifen, verstehen, Zusammenhänge erläutern, wie hoch ist die Landschaft, wie tief ist das Meer, wie hoch ist der Berg, wo verläuft die Grenze und, und. Dieser Beruf ist aber leider ausgestorben. Ich wusste aber nach dieser Ausbildung, es gibt einfach kein richtiges Weiterkommen und wollte eigentlich ganz gerne mehr in der künstlerischen Tätigkeit das weiter fortführen. Und ich benutze einige Elemente aus der Kartografie, wie die Geländeschummerung, wie die Schraffur. Also mein Bildaufbau gestaltet sich eigentlich ganz divers. Und zwar ist es so, dass ich Landschaftensituationen aus der Erinnerung mache. Wenn ich Reisen gemacht habe, dann setze ich das dann um in die Landschaft. Oder ich benutze Fotos oder ich benutze auch ein Enzyklopädiebuch. Die Landschaft wird erstmal aus der Froschperspektive gemalt. Dann drehe ich das eigentlich so um, dass die Perspektive in dem Bild verdreht wird. Das heißt zum Beispiel, ein Baum, den ich von unten gesehen habe, wird zum Beispiel plötzlich zum Fluss. Das ist nach diesem konkreten Festhalten eigentlich eine Farbe über das komplette Bild kommt. Das heißt, ich übermale das alles. Das heißt, dass eigentlich jedes Bild 3, 4 Schichten hat, 3 unterschiedliche Perspektiven. Es gibt manchmal so Serien, wo ich sagen würde, das ist jetzt die Serie, wo ich ganz viel in Clado in Berlin war, wo ich da ganz viel gemacht habe. Dann gibt es eine Serie, wo ich in Italien in Abruzzen war, wo einfach die Vulkanlandschaft sehr präsent ist. Und letztendlich entstehen meistens tatsächlich dann 20 bis 30, 50 Bilder manchmal. Es ist im Laufe der Zeit ist es so, dass man sich als Künstlerin so schleift wie so ein Diamant. Und es muss irgendwie klar sein, man stellt mit 20 Künstlern aus, man muss sofort erkennen können, das ist jetzt ein Skiba. Dann ist es auch total spannend, auch mit anderen Künstlern zusammen auszustellen, weil man vielleicht teilweise auch sonst gar nicht mit denen so in Korrespondenz treten würde. Wenn man diese Ausstellung hat, ist man eigentlich oder bin ich dann gezwungen, die Arbeiten so wirklich auf den Punkt zu bringen, das heißt der Feinschliff. Fängt dann ja tatsächlich dann an. Ich wusste, da wo ich studiert habe, da kann ich nicht bleiben. Also das war für mich einfach ganz klar. 1995 habe ich dann Christo gesehen. Er hat damals den Reichstag verhüllt. Das war ein unglaublicher Sommer. Ich habe mich sofort in diese Kunstaktion verliebt. Ich habe gedacht, da ist ja alles drin. Da sind Zeichnungen drin, da ist Skulptur drin, da ist Malerei drin. Da ist Politik drin, da ist einfach alles drin. Und ich habe gedacht, okay, Wo soll man in Deutschland hin, wenn nicht nach Berlin? Viele Jahre hat man wirklich gedacht, ich würde männliche Bilder malen. Ich will mich nicht unterhalten wollen, ob ich jetzt Mann oder Frau bin. Ich will mich wirklich über meine Arbeiten unterhalten. Das ist wirklich etwas ganz Wesentliches. Man muss in der Kunstwelt liefern können. Und man, wenn man als Frau Kinder bekommt oder so, dann glaubt man, dass die Frau dir nicht richtig immer liefern kann. Also dieses Bild muss eigentlich total korrigiert werden. Weil ich finde, eine Frau, die dann auch Familie und alles irgendwie unter einem Hut bringen muss, die liefert ja, die kann ja ganz schnell und ganz effektiv arbeiten.